Wie viel Ladedruck bzw. wie viel Drehzahl kann eigentlich mein Turbolader ab? Das erkläre ich euch im heutigen Video. Einer der häufigsten Fragen unter unseren zahlreichen Videos war, wie viel Ladedruck kann denn mein Turbolader ab? Ich habe das und das Fahrzeug. Oder mit wie viel Ladedruck erreiche ich denn mit einem Upgrade-Lader? Grundsätzlich können wir das so aus dem Kopf heraus ohne vorherige Erfahrungswerte natürlich nicht sagen. Ja? Aber wir haben natürlich schon relativ viel Feedback bekommen von den gängigsten, beliebtesten Tuning-Motoren, sage ich mal, in unseren Bereichen. Und da haben wir natürlich ein gewisses Feedback, okay, der Upgrade-Lader bringt so und so viel Ladedruck und so viel Leistung. Ich gehe jetzt mal allgemein drauf auf, damit ihr einfach versteht, wovon das abhängig ist. Zuallererst natürlich vom Verdichterrad, dann auch von der Geometrie und dem Aufbau des Verdichtergehäuses, das zeige ich euch jetzt gleich im Detail, und natürlich auch von der Drehzahl der Welle, denn nicht vergessen, das hier ist der Motor, der das antreibt. Ja. Das hier entscheidet natürlich in gewissermaßen schon darüber, wie viel Ladedruck, wie viel Luftmasse hier durchgeht. Aber die Drehzahl ist eben immer in Abhängigkeit zu betrachten, denn dreht sich das nicht oder dreht sich das zu langsam, produziere ich ja auch zu wenig Druck. Gehen wir mal auf eine Zusatzfrage ein, die sich sehr oft dazu stellt, welche Lagerungsart ist denn die beste? Also wenn es wirklich um Motorsport geht und relativ viel Hitze und viel Performance, dann kommt man in der Regel erstmal nicht um den Inconel-Rad, besser noch ein Gamma-Titan-Aluminid-Rad, wie bei der EFR Borgwana-Serie verbaut, drumherum. Inconel kann 970 Grad und Gamma-Titan-Aluminid auf jeden Fall deutlich über 1000 Grad. Dazu kommt noch, dass eine normale Gleitlagerung mehrere Bauteile beinhaltet, die halt ja, bei hohen Ladedrücken stärker verschleißen können. Im Gegensatz dazu ist die Keramikkugellagerung, also praktisch, das ist hier so eine Art, ja, ich zeige das jetzt mal, das ist hier so eine Buchse, da sind hier Lager drin mit Keramikkugellagern, also keine Metalllagern. Und natürlich auch mit einem Metallkäfig. Also die billig produzierten Lader im Performance-Bereich, die haben nur einen Plastikkäfig. Zum Beispiel Garrett hat das eine Zeit lang so produziert, bis Borgwana da und auch die Garrett WAC-Lader eben die Stahlkäfige hatten. Plastik, wisst ihr, schmilzt schneller, verschleißt schneller. Stahlkäfig, das heißt, es ist der Käfig um das Lager herum, der die Kugeln da drin hält. Das kann natürlich auch mehr Hitze ab. Kommen wir jetzt zum Herzstück, und zwar das Verdichterrad. Da gibt es zwei Angaben, Inducer und Exducer. Ja? Das heißt, dieser Inducer hier ist entscheidend dafür, wie viel Luftmasse angesaugt wird und der Exducer in gewissermaßen, wie schnell diese Luftmasse hier raustransportiert wird und auch, ich sag mal, in dem Fall dann ja auch das, für das Druckverhältnis zuständig ist. Dann seht ihr ja hier, wie eng das hier ist. Das nennt sich der Innendiffusor oder Diffusor des Verdichtergehäuses und wie groß es hier ist. Das heißt, ihr seht schon, die Verdichtung selber findet hier drin statt. Also ist ja rechtsdrehend in dem Fall. Der dreht ja so rum, geht hier klein durch und geht dann hier ins Verdichter, ja, in den Verdichterauslass. Das heißt, auch dieser Diffusor trägt dazu bei, wie heiß diese Luft wird, in dem Fall auch, wie viel Ladedruck ihr bringt. Im Endeffekt ist das Beste, was ihr machen könnt, und das seht ihr hier schon bei diesem Lader, und zwar so einen Speed-Sensor nachrüsten, wenn es die Möglichkeit gibt. Bei Serienlader ist das leider häufig nicht die Möglichkeit. In den Performance-Bereichen ist es mittlerweile gang und gäbe, denn hier kann man einen Geschwindigkeitssensor oder einen sogenannten Drehzahlsensor anschließen mit einer Anzeige, zum Beispiel von Cuncheck oder von TSG, die haben wir bei uns im Shop. Und dann kann man die Drehzahl ermitteln und im Verdichterkennfeld, die gibt es ja zu diesem Lader, kann man genau schauen, in welchem Drehzahlverhältnis, in welchem Ladedruckverhältnis ich mich gerade befinde, wie effizient der Lader funktioniert. Und den Ladedruck, ganz klassisch, wisst ihr ja, den könnt ihr ja auch bei Serienfahrzeugen einfach über eine normale Ladedruckanzeige oder eben über, manche Fahrzeuge geben das ja auch über CAN-Bus aus, kann man natürlich dann auch mit auslesen. Und dann könnt ihr genau sehen, wo ihr euch bewegt. Jetzt die Frage, wie viel Ladedruck kann euer Upgrade-Lader? Kann ich nicht sagen, können auch meine Kollegen aus dem Kopf nicht sagen. Fakt ist, wenn ich ein größeres Verdichterrad verbaue und es intelligent und gut konstruiert ist, also auch passend zu den Abgasgeometrien, weil hier ist euer Motor, der treibt diese Seite an.
dann kann ich mehr Ladedruck produzieren, nicht nur, weil die Räder hier gefräst sind aus Aluminium, das heißt, sie sind wesentlich stabiler, sondern sie haben natürlich auch eine verbesserte Geometrie, mehr Luftmasse. Mehr Luftmasse bedeutet auch in dem Fall bei gleicher Geometrie hier mehr Druck. Das heißt, ich kann auch mehr Ladedruck fahren. Ist aber nicht unbedingt immer notwendig. Man kann mit einem größeren und effizienteren Verdichterrad, jetzt kommt nämlich das Entscheidende, bei weniger Ladedruck dieselbe Leistung erzielen. Und darum geht es ja eigentlich, dass man nicht 2,2 bar braucht, um, ich sag mal, 400 PS am 1.8er T zu erreichen, sondern dass man es vielleicht auch mit, oder Kano 464, Golf 6R, sondern eben auch mit 1,6 bar oder 1,7 bar. Und genau das, da wollen wir immer hin. Und deswegen kommen wir wieder zum Thema, auch mit den hatten wir ja letztens in unserer Videoreihe, Abgaswellen. Wir versuchen auch die Seite dann irgendwann zu optimieren, wenn wir merken, anhand der Erfahrungswerte, des Feedbacks, das wir kriegen, wir sind hier an der Grenze von der Abgasturbine. Wir müssen hier was machen, weil das bringt einfach sonst nichts, weil der Lader kann einfach dann nicht besser arbeiten. Und dementsprechend muss man auch die Seite betrachten. Wir können jetzt leider nicht, wenn ihr fragt, ich habe einen Ford Focus ST und ich habe da einen Upgrade-Lader von XY drin, wie viel Ladedruck kann ich denn fahren? Ganz ehrlich, entweder ihr habt einen fähigen Abstimmer, der schon viele Fahrzeuge aus diesem Bereich gemacht hat. Das ist immer meine Empfehlung. Das heißt, der sich zum Beispiel spezialisiert hat auf Ford. Der weiß dann nämlich meistens anhand seiner Erfahrungswerte. Denn der hat bunt gemischte Kunden mit verschiedenen Upgrade-Ladern von verschiedenen Firmen. Und vielleicht Nockenwellen und Abgasanlagen und Downpipe. Der kann euch Feedback geben. Aber wir sind keine Abstimmer. Wir kriegen zwar Feedback, aber es ist auch nicht so, dass jetzt, sage ich mal, ihr alle 5 Minuten das Telefon klingelt und sagt, ach so, ich habe jetzt das Auto abgestimmt und übrigens, es hat jetzt so und so viel Leistung gebracht. Überraschenderweise ist es eigentlich so, bestes Beispiel mit dem Jahres letztens, auf einmal kriegen wir irgendwie bei Instagram mit, ach, 410 PS mit dem Stage 2 Lader vom Turbozentrum. Würden wir uns natürlich freuen, wenn wir vorher so eine E-Mail kriegen würden, dass wir das mal ein bisschen Feedback kriegen. Ich weiß, ihr seid bestimmt nicht 100% zufrieden mit der Antwort, aber ihr seht, wie viele verschiedene Bauteile und auch Prozesse den Ladedruck beeinflussen. Und deswegen können wir nicht pauschal sagen, wenn ihr in einem unserer Videos dann eben fragt, ja, ich habe jetzt hier den Lader drin von XY oder auch von uns im, weiß ich nicht, Golf 5 2 Liter TDI, wie viel Ladedruck kann ich denn jetzt fahren? Ihr müsst das Auto ja eh abstimmen. Und in der Regel, wenn es ein guter, vernünftiger Abstimmer ist, dann weiß der, was geht. Und außerdem, es spielt ja keine Rolle, ob jemand euch sagt, na 2,5 bar kann der Lader, da muss der Motor aber nicht mehr effizient laufen. Das kann sein, dass er schon wieder viel zu heiß verdichtet, die Ansaugluft viel zu warm ist und ihr sogar weniger Leistung habt, als wenn ihr mit 2 bar fahren würdet oder mit 2,2 bar. Und deswegen, der Abstimmer sieht eh anhand des Logs, anhand eurer Werte, wie der Motor läuft und der entscheidet letztendlich, wie viel Ladedruck ihr maximal fahren könnt. Denn auch solche Sachen wie, habt ihr Stahlpleuel verbaut? Habt ihr verstärkte Kolben verbaut, verstärkten Ventiltrieb, dann kann man natürlich auch, wenn es möglich ist, mehr Druck fahren. Ihr wisst ja bestimmt, so ein Serienmotor mit Gusspleuen, naja, da kann ich jetzt beim Vierzylinder, bestes Beispiel 1.8er T, ja, da ist dann irgendwann ab 300 PS Feierabend mit den Serienpleuel, weil sonst knickt mir das weg. Das heißt, dann muss der Abstimmer eh sagen, du, wir können hier nur bis 1 bar fahren. Der Lader kann 1,8. Also fassen wir nochmal zusammen. Bei Serien-Upgrade-Ladern, ja, wo man ein größeres Verdichterrad verbaut und auch eine größere Abgaswelle, wie auch immer, gibt es leider keine Verdichterkennfelder, weil die einfach viel zu teuer sind zu ermitteln, sagen wir mal so. Ihr müsst also anhand von den Werten, die euer Motor euch gibt, Druck, Ansauglufttemperatur und so weiter, am besten Nachladeausgang messen. Und nach Ladeluftkühlerausgang, dann kann man nämlich auch einen Unterschied sehen, wie gut euer Ladeluftkühler funktioniert. Und dann kann man schon grob abschätzen, wie gut euer Lader funktioniert und bis wie viel Leistung man sozusagen technisch fahren könnte, vorausgesetzt die Hardware stimmt. Ja. Deswegen verzeiht uns bitte, wenn wir bei euren zahlreichen Fragen da nicht immer eine hundertprozentige genaue Antwort geben können. Das wäre unseriös, wenn wir sagen würden, ja, der Lader kann genau 1,9 bar oder 1,9735 bar.
Das funktioniert nicht. Da sind zu viele Werte abhängig, die da eine Rolle spielen. Nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich weiterhin fragen. Wir haben ein gewisses Portfolio, wo wir zurückblicken können. Wir haben zum Beispiel auf unserer Webseite einen Bereich, der heißt Leistungsdiagramme. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Da seht ihr verschiedene Diagramme mit verschiedenen Ladern bei verschiedenen Motoren. Was die an Leistung erzeugt haben, was so grob, glaube ich, die Motorübersicht, ne, was so grob verbaut war und zum Beispiel auch den Ladedruck, der steht dann häufig auch auf der Leistungsmessung mit drauf. Das heißt, dann könnt ihr auch schon mal ein bisschen Feedback holen, welcher Lader wie funktioniert. Da haben wir ein ganz cooles Portfolio, das wird auch ständig erweitert. Deswegen auf jeden Fall nicht aufhören, weiter zu fragen, aber nicht enttäuscht sein, wenn es keine konkrete Antwort gibt. Vielleicht seid ihr die Ersten, die dann diesen Lader an euren Serienfahrzeugen, weil wir vielleicht eine Erstentwicklung haben, testen und ihr gebt uns das Feedback und dann können wir das eben auch weitergeben an andere. In dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen, hört mal auf hier, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Unterstützung geben bei der Frage, wie viel Ladedruck kann denn eigentlich so ein Lader ab oder so ein Upgrade-Lader? Ansonsten würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall, so wie er hier, Daumen hoch da lassen, ja, und natürlich Abo-Button aktivieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und die Glocke, die ist noch wichtig, weil dann kriegt ihr immer rechtzeitig eine Info über die neuesten Videos. Dann bis zum nächsten Video. Ciao.